Hallo. Hallo, er ist wieder da, er lebt wieder und yeah. So weiter. Und ich werde ganz ehrlich sein. Ich habe nichts mehr zu sagen. Okay. Außer, dass Steam sich echt mies anstellt, wenn es darum geht, die einfachsten Probleme zu lösen. Ja, gut. Wie zum Beispiel ein Mikroabriss einer Internetleitung, die nicht mal Teamspeak stört oder so. Mhm. Tja. So, mein Antrag wäre, alle voll auf die Flieger. Ja, genehmigt. Halt, wollten wir nicht noch einen zweiten Raketenturm haben? Stimmt. Ich bräuchte Kohle. Ich habe keine Kohle mehr. Nächstes Mal. Okay. Ja. Dann alles auf die Fliege. Nein. Ich seh die Flieger hier nicht, hier wird nicht angezeigt gerade. Nicht? Okay. Ja, komisch. Ich glaube, ja, aber man sieht sie, ja. Die sind irgendwie schneller, die Fliegen. Kann das? Eigentlich nicht, ne? So, jetzt ein paar Raketen reinhauen hier, den einen Pulk, den ich zusammentreibe. Da! Schön, sie brennen. Oh Gott. Was? Die Blitzgeblaste sind schon fast am Kern wieder. Ja. Den kann man eigentlich wirklich nur mit dem Feuerschaden, den wir machen, nicht mit Schaden machen. Ja, Feuerschaden und eben genau abwarten dann an Snipern. Vor allem, die haben so... Boah, das sind richtig... fiese Dinger mit dem Angriffsmuster auf dem Kern. Ja. Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Werde ich verlangsamt von den Viechern? Oh, ich treffe die nicht, weil die sich so scheiße bewegen, ey. Ja. Also die werden tatsächlich noch zum Problem im Laufe der Map, glaube ich. Mehr Raketen können wir bauen. Oh, die haben zum Glück auch kaum Leben. Gut. Ja, gut, aber kaum Leben, das wirkt dann doch schon auf der Kern. Nee, boah, der ist fast halb kaputt gemacht worden gerade eben. Wow. Okay, wir können jetzt auf Risiko gehen. Wir haben nur noch zwei Bomben. Diese und die nächste. Vielleicht kommen keine Flieger mehr. Ich werde trotzdem einen Turm noch hier hinstellen, der gerade noch in Amp-Reichweite ist. Ein Raketenturm, ja. 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 Obwohl Amp-Reichweite geht. Amp und... Achso. Nee, ich wollte ihn weiter vorne hinstellen. Also eigentlich hier. Ja, ich weiß nicht, ob es dann noch reicht. Kannst du mal probieren. Überraschend ja? Wenig Geld. Ich meine, wir sind Runde 9 und sind nicht dazu gekommen, die Amp aufzuwerten. Krieg doch noch wenig Geld. Naja. Na, der Reichweitenverstärker geht da nicht mehr ran, das ist das Blöde. Ja, probieren wir es mal. Na, der reicht genauso weit. Na, der andere reicht sogar weiter. Ja. Probieren wir ab. Ja. Ja, den hätte ich direkt daneben können, weil ich die Punkte habe, aber. Direkt daneben ist am besten, ja. Oh. Gut, 15 von 15 Türmen, also. Erst Amp oder erst Gauss? Wir haben noch einen frei. Ja, haben wir. Mir wurden gerade 15 von 15 angezeigt, kurz. Jo, ist gut. Okay, Damage-Kontrolle. Wahrscheinlich schlicht und ergreifend im Fokus. Ich meine, 87k, das kann man schlecht toppen. Upp, Fokus. Ja, CP ist nutzlos. Was sind denn die Gegner? Ja, machen wir noch einen Fokus. Soll ich einen ACP rausnehmen, oder? Nee, bleib nur drin. 1005 Schaden letzte Welle? Ja, das lag aber daran, weil wir viele Flieger hatten und alle anderen schon vorher kaputt waren. Stimmt. Weil sie schwach waren.
Wer hat Fokus? Ich hab den auch. Okay. Bist du hin? Holen wir den. Okay. Ja. Dahin, oder? Ja. Ist eigentlich auch echt egal beim Fokus. Ja, eigentlich schon. Ich überlege mir gerade, wollen wir noch irgendwie eine Verlängerung einbauen im Weg, wenn wir jetzt noch 3 Blöcke haben? Oder, okay, so viel dazu. Noch einen Block haben. Wir können nach oben noch. Wir hätten nur durchs Minenfeld geleitet. Wir können hier oben noch aufreißen eigentlich. Das war mein anderer Plan, ja. Aber dafür haben wir jetzt auch nicht mehr genug Türme, wir haben noch 2 Türme, das macht keinen Sinn. Jo, eben. Stimmt. Ah, passt. Ich nehme die erstmal wieder raus, die jetzt hier runtergeflogen sind, und leg die mal wieder davor. Okay. Da welche drunter gewandert? Ich glaube fast ja, ne? Ja. Hier sind keine mehr, glaube ich. Dann ist ja alles gut. Okay, wer geht auf was? Mal kurz gucken, was haben wir denn da? 815. Und ganz viele Spucker. Gut, die Spucker. Okay, die können wir ihm alleine lassen. Eben. Ja, die werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, aber ne, bis wir hier das ein bisschen dezimiert haben. Genau, also frisch einmal rumgedreht diesmal. Der Vorteil ist, die haben hier den langen Weg. Sobald alle durch sind, kann ich mich dahinter stellen und wirklich einfach lange Aggro ziehen. Jo. Ja, ich ja ebenso. Eben. Ach ja, das wird schön. Ganz viel Spucker. Ich werde sowas von sterben. Ja, du weißt dich an Phoenix anzunehmen. Ja, weil das einfach... Ist schon klar, für dein Spielstil passt das nicht. Ja, ja. Ist alle durch? Ja. Nein, sind sie nicht. Ah. Okay. Ich kümmere mich mal um die Vordere. Boah, wo kommt der jetzt her? Boah, hat mich da erschrocken, ey. Ui, ich fliege. Haben wir es? Einer noch. Also. Ah. Okay. Ein Zerstörer, oder? Das 2 Zerstörer. Von beiden Seiten einer von diesen Zyklopen-Augenviechern. Nein. Oh. Okay. Und was haben wir hier? Ja, beides mal dasselbe. Puh. Sind das, ja. die schießen und damit Löcher in die Wand springen, ne? Ja. Oh. Okay. Wie wär's, wenn wir einfach das ganze Labyrinth, was wir hier hinten haben, abbauen und damit eine dicke Wand bauen? Eine dicke Wand? Nee, ich würd's aufdröseln. Merkt so lauter Punkte. Ich mein, keine Wand, aber halt quasi so eine, ich sag mal so, Reihen, die man nicht durchdringen kann. Oder eine Wand, ich glaube, das macht ja so einen Radius von Blöcken kaputt, deswegen. Aber so immer so ein bis zwei Abständen oder so? Ja, ich hätt's halt komplett verteilt. Ja, ja, klar. Nur halt so... Man sollte trotzdem keinen direkten Weg für die kleinen Viecher lassen, das ist ja ein Problem. Was wir eigentlich machen sollten, wäre tatsächlich hier mal die ACP abbauen und noch einen Fokus mit reinpacken. Weil die machen ja wirklich massiv Schaden auf denen. Oh ja. Bau du mal ab, du brauchst ja die Punkte. Was können wir noch entbehren? Ich hab mir hier vorne gleich die ganze Ecke frei gemacht, ne? So. Ist gut. Markus? Da. Thanks.
Jo, dann nehme ich den ACP raus. Setze dafür einen weiteren Fokus an dieselbe Stelle. Mhm. Nebenbei bin ich mir nicht sicher, ob es so sinnvoll ist, alle Türme am selben Fleck zu stehen haben, wenn beide Leute darauf zielen können. Aber dann müssen wir sie einfach davon abhalten, darauf zu zielen, ne? Eben. Also ich meinte das jetzt also einfach komplett wild irgendwie zusammenbauen. Weil die sind ja, glaube ich, fetter als ein Block, oder? Ja, nee. Aber ich meine die kleinen. Das sind 20 kleine Viecher. Ja, die machen ja nichts. Die sind ja erst... Die brauchen 2 Sekunden in unsere Damage-Wand. Ja, dann müssen die erstmal da hinkommen, bevor die Großen die Wege schon kaputt machen. Hm. Eben. Wollt ihr die Großen Weg freispringen, rennen wir da durch. So. Nein, wir haben schon eine kleine Perimeterlinie, also... Fokus wird so lange auf einem Gegner bleiben, bis er aus der Range raus ist, oder? Ja. Dann ist es ja, da kann man kleinster Winkel lassen, ne? Ja. Oder den nächsten. Den nächsten ist besser. Ne, kleinster Winkel wechselt er immer. Ja, dann, genau. Da der nächste. Ich glaube, der hat auch noch kleinster Winkel, ne? Ach. So. Wollen wir die Gauss behalten, oder? Ja, oder? Ja. Ich kann die sogar noch upgraden. Ja. Ja, lass uns das mal machen. Weil auf die ganz großen Viecher macht das vielleicht sogar echt Sinn. Jo. So, Stufe 3. Der Rest in die Arme. Mhm. Ich weiß, der erste, der die Amp overchargen durfte. Wow. Ja. Das ist schon traurig irgendwie. Okay, was ist mit den Blöcken? 41%. Ja, weiß nicht, also wenn wir die überall hier so verteilt platzieren, dann gehen die auf jeden Fall kaputt irgendwann. Ja, das ist ja der Sinn, dass die praktisch so als Dummy dastehen. Das wäre natürlich was, ja. Außerdem, ich meine, wir wissen, ich hoffe mal, die kommen nacheinander und nicht gleichzeitig. Die werden gleichzeitig kommen, du kennst es ja dann. Ja, ja. Wie machen wir das? Also, ich würde sagen, Simon und ich haben die Phönix. Das heißt, wir wären am ehesten die, die möglichst versuchen, die Strahlen von den Kerlen auf uns zu ziehen. Jupp. Das heißt, Markus müsste nach Möglichkeit versuchen, das Kleinvieh loszuwerden und immer auf die Schwachstellen von den Viechern zu schließen. Während sie gerade einen anvisieren. Weil ich meine, ich kann auch von vorne gut Schaden machen, weil ich eben panzerlich schlage. Ich auch. So, lass uns schauen. Hier ist ein Alpha Wall. Und Simon hält einfach einiges aus. Und ja, kann auch mit seinem aufgeladenen Schuss locker Panzer durchschlagen. Okay, dann. Nee, Mann, ich überlege mir gerade nochmal, wo ich mich am besten hinstelle. Ja, ich stelle mich hier auf eine Kiste. Ihr wisst nicht ungefähr, wie groß der Explosionsradius ist, ne? Also sagen wir so, wenn er nicht direkt einen Block berührt, dürfte er außenrum auch keinen Block zerstören. Okay. Aber wenn er auf den Block gerichtet ist oder auf den Turm, dann macht er den auch sicher kaputt und nicht die umliegenden auch? Weiß ich nicht. Wir lassen schon, also ist hier hinten auf jeden Fall safe zum Explodieren. Problem ist halt nur, man muss genug Aggro auf den ziehen, dass er einen anvisiert. Naja, gut, das kriege ich ja hin. Ja, aber ob ich es hinkriege? Na, wir müssen testen. Eben. Ansonsten, wir haben halt wirklich das Glück, ne? Wir können einfach problemlos sterben. Jo. Jetzt machen wir es halt nochmal. Okay, ready. Also ein Beinbruch und so, ne? Mhm. Oh ja. Ein Bruch ist erschienen, ja, du mich auch. Jo, meiner. Gleichzeitig kommen sie, ja. Oh, der hat schon Aggro gezogen. Uiuiui. Ist da? Ja, ist noch alles dran. Ganz okay. So. Meiner hat verschossen. Schau mich an. Gut. Das dürfte keinen großen Schaden. Oh doch. Okay. Wie gut, dass wir hier abgeriegelt haben. Mhm. Okay, die ganzen kleinen Feuer. Die ganzen kleinen haben großen
haben eine große Abkürzung gerade zu fühlen gekriegt. Ja, das dürfte ich zerwischen. Vorsicht, Schuss. Ah, ganz schlecht, ganz schlecht. Ja. Beim Kern, beim Kern. Okay. Ah, Mist. Ich meine, ein gutes hat es ja. Seit dass der Kern angeschlagen wurde, ist der jetzt betäubt, der hier. Bombt sich der selber hoch. Okay. Whatever. Stimmt, könnten wir die gegeneinander aufhetzen. So. Boss, schau mich an. Schau mich an. So ist brav. Ja komm. Fein. Ganz fein. So, also ich mach mit meinem Mut klar. Das läuft. Ich mach erstmal den Kleinen da gerade weg, der nach das verfolgen. Weg ist er. Der hat sich irgendwie gebackt, der Boss, oder? Nein! Komm her, sei fein. Sei fein, nicht fix. Ja, er ist nicht dran. Geil. Immer auf die Schwachstellen in den Beinen. Du weißt, wo die sind. Ja, ja. Hoppala. Down. Nice. Status? Oh. Sieht gut aus. Hälfte des Lebens haben wir noch. Hälfte? Wo? Wo? So, Kern. So. Ja, locker. Easy. Vor allem, weil... Ja, sie ist jetzt wohl auch drauf gepaust. Nice! Passt. Du bist wieder auf dem Titelbildschirm der Netzwerkverbindung. Ist irgendwie problematisch heute. Perfekt. Und Level 25 für dich? Jo. Natürlich. Mir fehlt eine ganze Menge. Oh, ich habe jetzt bestimmt die... Doch. Punkte nicht gekriegt, doch. Bin ich... Ballista. Ja, ich bin noch rechtzeitig rein. Und Dornrüstung verursacht 2000 Schaden durch... Wow, okay. Jetzt habe ich keine XP bekommen. Ach, klar. Ja. Ich habe natürlich auch weniger XP bekommen, weil ich ja mittendrin rausgeflogen bin. Scheiße. Deswegen habe ich auch so wenig Schaden nur angezeigt hier. Oh Mann, ey. Jetzt fehlt mir auch die ganzen XP für MVP und so. Ich hatte nämlich echt gute Runden am Anfang. Ja. 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 Tja, Markus, da werden wir mal eine Runde gemeinsam spielen müssen. Und ich ja noch mal eine alleine, weil ich immer noch dir wahrscheinlich immer noch ein ganz Stück zurück. Obwohl gar nicht. Machen wir einen Marsch noch oder habt ihr genug? Anschauen. Anschauen, okay. Dann entscheiden wir. Mann, das stinkt mir jetzt schon. Aber anscheinend ist das Problem bei Simon. Denkst du, mich hat das nicht gestört? Natürlich. Aber jetzt wissen wir, dass das Problem beim Sio, bei Simon ist. Naja. Mhm. Jetzt kann ich mal gucken, ob der Gatling Laser nicht vielleicht auch gar nicht, keine so schlechte Wahl wäre. Nochmal zum Angucken. Laden, weiterladen. Hübsch. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Map. Vor allem für Damage Zone. Die erinnert mich sehr stark an die eine recht frühe Map, wo man nur eine Reihe hatte und zum allerersten Mal dem Fokus begegnet ist, wo der rumstand. Ja, wo man stimmt, ja. Jetzt nur halt aufwärts statt abwärts. Ja, das ist aber in dem Fall egal. Mhm. Freie Fläche. Wie viele Türme haben wir? Ich habe 10. Okay. 10, glaube ich. Okay. Ja, 10. Und relativ gut Punkte, also 900 insgesamt. Ja, ist nicht schlecht.
Lass mal umgucken, weil ich meine, das ist ein neues DLC, es können immer noch Secrets sein. Ja, die suche ich auch gerade, aber ich stoße die ganze Zeit auf Alpha. Ganz viel Alpha. Kann ich, Nee. Hier ist eine Tür, die muss doch aufgehen. Nur wenn die Tür hochauflösend ist. Sie ist hochauflösend. Hä? Komische Logik. Das macht keinen Sinn, eine Tür zu... Das macht doch keinen Sinn, wenn das nur so eine aufgemalte Papptür ist. Die wird dann wohl nicht aufgehen. Ja. Stimmt, ja. Ist aber meistens so. Das ist auch in Half-Life. Immer wenn du hochauflösende Tür siehst, dann kannst du es auch machen. Außer natürlich, du bist in sowas wie in, was haben wir denn da? Was soll ich sagen? Ich bin Namen vergessen von dem Spiel. Gut, dann ist es egal. Dann war es wohl nicht so wichtig. Aber man muss da rein können, weil du kannst hier oben auch reingucken oder runtergeschossen werden. Aber du kannst hier auch reingucken vor allem. Okay. Also lass mich erstmal da reingucken, bitte. Nö. Das sagen wir mal. Wie kommen wir denn da rein? Da ist hinten nämlich noch eine Tür. Ja, pathetisch. 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 Ist was ein, zum Essen? Ein Wohnzimmertisch von Ikea. Pathetisch. Ja, nee. Ja, du hast ein paar da vorne. Das ist rein. Das ist ganz logisch schwedisch. Und das ist ein Teetisch. Logisch, oder? Pathetisch. Natürlich. Das ist ein. Nee, ist nur Deko, okay. Noch mehr Deko, noch mehr Deko. Also ich kann da beim besten Willen keinen Schalter finden. Zumindest nirgendwo was hintergeben würde, ja. Ja, ich meine, man kann auf jeden Fall rein. Oder vielleicht ist das nur da drin, dass man eben reingucken kann. Ich habe einen Schalter gefunden. Wo? Hier. Er macht die Tür auch auf. Hinter der Plattform. Ah, die Tür ist offen übrigens. Jo. Sehr cool. Brightech. Ein Herz oder irgendwie sowas. Das ist eine Pflanze, das kannst du von oben sehen. Oh. Hübsch. Überhaupt so, ganz viele Pflanzen. Haben wir glaube ich schon mal gesehen, die Pflanze. Kann sein. Pilze. Pilze. Die Tür ist ja dazu, wie es scheint, oder? Fußball mit Bürostühlen. Ja. War das alles? Wenn ja, finde ich das irgendwie armselig. Aber man kann hier oben reingucken, das ist so eine Blume, die so leuchtet. Mhm. Echt hübsch. Ich sage, die hatten wir schon mal. Also ein Vanilla-Spiel. Vanilla. Interessant finde ich eher, dass der Kerl hier gestorben ist, als er ein Sandwich essen wollte. Lab Safety. Allerdings ist die Tür auch recht hochauflösend, also wird die wahrscheinlich auch irgendwie aufgehen. Ja, aber schau mal, das ist ein Fenster. Du kannst da nicht durchgucken. Achso. This game, this is works. Yes. Jo. Also wollen wir noch oder haben wir genug? Ich habe die Befürchtung, dass das sehr, sehr lange Runden werden, also haben wir vielleicht erstmal genug, ja. Ja. Okay. Dann lass mich noch kurz aus dem Dschungel hier rauskommen. Geschafft. Der Kerl so halbtot wandert da hinten immer noch rum. Was? In einem Loch im Bauch. Hä? Da oben. Nö. Hä? Der Böse? Ich seh den nicht. Ach, der, ja. Ach, da. Stimmt. In einem Loch im Bauch. Der ist so groß, dass man ihn einfach nicht sieht. Aber er leuchtet so schön rot. Ja. Genauso wie der Himmel an sich eigentlich. Ja, sehr gelb. Schöne Wolkenformationen hat. Nun ja. Und vor allem eine gar nicht ständig wiederkehrende Folge an Sternentexturen.
Ja. Warte, der läuft ja wirklich weg. Ich habe gedacht, der steht immer auf der Stelle, aber der läuft ja wirklich aus dem Blickfeld raus. Nee, der läuft. Die Wolken ziehen auch. Wen? Sich selbst. Dich. Ah. Dann die Wolken ziehen die Erde und dadurch entsteht dann die Rotation, weißt? Ah, okay. Das erklärt einiges. Mhm. Ja. Gut. Aber mehr Philosophie beim nächsten Mal. Jo. Ciao. Ciao. Servus.